Die Geschichte von der ist von einem Mädchen, nicht heute Jenny. Jenny wird in Schaf geht, 5 Jahre Mädchen mit Dachen ihren. Ein Dach aus so einer Mama, top an, kaufen ging, sagt Jenny eine Perlentät aus Plastik vom Preis von 2,5 Euro. Sie will unbedingt diese Perlentät haben und fragt ihre Mama, ob sie die Kette kaufen können. Ihre Mama sagt, das ist wirklich eine schmacke Kette, aber es kostet viel Geld. Weißt du dort? Wir waren, ich kenne ihn dort. Ich kaufe die Kette und wenn wir in ein Haus kommen, dann habe ich eine Liste von denen geschrieben, die du dann kaufst, um für die Kette zu betonen. Und wenn die Oma dann und ihren nächsten Besuch noch einen ganzen Euro schenken wird, hast du Busig dort Geld taub, okay? Jenny wird einverstanden. Und ihre Mama kauft ihr diese Perlentier. Jenny arbeitet jeden Tag ganz flittig in ihre Abgaben. Und wirklich noch schenkt ihre Oma bei ihrem nächsten Besuch noch einen ganzen Euro. So hat Jenny die Perlentier Busig aufgetult. Wo Jenny diese Kette gleichen dort? Sie durch die am meisten jeder gelernt hat, zum Kindergarten, zum Schlupen, und wenn sie mit ihrer Mama taub wo Hand fuhrt, Antje fuhrt, alle Wege hat sie da an. Die einzige Gelegenheit, wo sie nicht anhört, wird zum Shower nehmen, wenn die Sonne nicht not war. Jenny hat ein so ein Läuftool in Daddy. Wenn Jenny so was zu Bad ging, stimmt heute einmal mit seinen Basten Jängelstuhl ab und lässt Jenny ihre ganz beste Geschichte für. Ein so was früh hat Jenny nur den Verlesen. Jenny, gleichst du mich? Oh ja, Papa, du willst doch eigentlich die Seier, sagt der kleine Miguel. Dann, weil er kann, du sollst mir was schenken. Was glaubt ihr, will der Daddy Hand so am schenken? Ja, der Perlentier. Oh, Papa, doch nicht meine Perlentier, sagt Jenny. Aber du kannst Rossi haben, das ist meine ganz beste Pop. Weißt du noch, du hast mir den letzten Jahr zum Geburtstag geschenkt. Und du kannst auch ihr Partykleid haben, okay? Ach nee, Liebling, das ist all gut. Ihr Daddy gibt einen Kuss, aber back und sagt gute Nacht. Eine Weg Luther durch den Daddy Jenny Wada vor dem Verlesen. Gleichst du mich? Oh ja, Papa, du weißt doch, da reicht die gleich. Dann schenken mir doch deine Perlentier. Oh, Papa, nicht meine Perlentier. Doch du kannst meine Haube in der Hand in mein Spieltischpiet. Kennst du das noch? Das ist mein Lieblingstier. Du hast ein ganz wichtiges Haar und du kannst damit spielen und um recht kam. Du kannst das haben, wenn du das weißt, Papa, sagt das kleine Mädchen zu ihrem Daddy. Nee, das soll in Ordnung, sagt der Daddy und gibt ihr wieder einen Kuss auf den Bauch. Gott sehen die Kleine, schlug Geld und träumt, was scheint. Eins sieht der Luther aus Jenny, ihr Daddy in der Stufe träumt, mit ihr auch eine Geschichte zu lesen. So Jenny auf ihr Bad in ihrer Lappen flotterin. Hier, Papa, sieht so ein Streik am ihrer Hand an. So mögt der Hund up und daran liegt ihr geläufte Perlenkehr. So läutet in ihr Daddy seine Hand an vor. In der einen Hand hält der Daddy nun die Plastikperle und mit der anderen trug er ein Dösschen und bleiben samt und seine Panikstasch. In dieser kleinen Dose liegt, was glaubt ihr liegt da? Was seid ihr da? Du liegt eine echte Perle hier, eine wunderschöne. Das wird nun nicht mit Plastik, das wird eine echte Perle. Heu hat der ganze Zeit all gehört. Heu hat bloß darauf gewartet, dass Jenny die Bildekette aufgeben wird, damit heute die echte geben können. Das ist ein Beispiel für uns, so ist es auch mit unserem himmlischen Vater. Heu wacht für uns darauf, dass wir ihm die Bildedinge, die andere Dinge in uns Leben geben, so dass heu uns einen wunderbaren Schutz schenken kann. Hältst du an Dinge fest, von denen du Gott mag, dass du loslässt? Hältst du an schädliche oder andere Beziehungen, Gewohnheiten oder Aktivitäten fest, die so ein Doll von dir geworden sind, dort allmählich erscheint, die loszulassen? Einmal ist es so schwer, zu sein, was Gott in der anderen Hand hält, doch ein kostet die Glauben. Der Herr wird die niemals wahrnehmen und die nicht in der steht,
Wort viel besser zu geben.